Jede Sportarena schreibt ihre eigene Geschichte. Von Triumphen und Tränen, vom Fallen und Wiederaufstehen, vom Siegen und Besiegtwerden. Aber eine Geschichte haben alle gemeinsam. Sport verbindet. Ich bin Mi Phan, meine Wurzeln liegen in Vietnam, aber ich bin in Deutschland geboren und bin eine ehemalige Wasserspringerin der Nationalmannschaft. Ich bin sechsfache deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin und Europameisterin. Ich bin Ali Ahmed, ich komme aus Syrien und ich bin seit 4 Jahren hier in Deutschland. Ich heiße Paul Schlee, bin in Deutschland seit 1994 als Spätausiedler. Mein Name ist Jasmin Blümel-Hillebrand, ich bin afro-brasilianische Sechsin, ehemalige Leistungsringerin. Den Sport beginnt man meistens schon im Kindesalter und da treffen Kinder erstmals auf Kinder anderer Nationalitäten und lernen halt von Anfang an, sich zu tolerieren und miteinander auszukommen. Und für Kinder gibt es keinen Rassismus. Integration bedeutet für mich, die Leute zu verstehen und zu akzeptieren, wie sie sind und akzeptiert und verstanden zu werden. Durch das Programm Integration durch Sport habe ich an einem Parkour-Theater-Projekt teilgenommen. Habe ich meine Sprache verbessert, ich habe so viele Freunde kennengelernt. Durch diese Kontakte habe ich einen Platz auf einer Schauspielschule gekriegt. Ich bin ausgebildeter Sportlehrer und über 20 Jahre mit dem Thema Integration beschäftigt. In diesen 20 Jahren habe ich mehr als 1000 Jugendlichen geholfen, ihren Weg zu finden. Ohne das Mädchen- und Frauenring wäre ich heute nicht mehr am Leben. Das ist für mich ein Anker gewesen aus allen emotionalen Gefängnissen, die ich in meinem Alltag erlebt habe. Und die Ringerhalle war mein Zuhause, war meine Oase, war meine Insel, in der das Miteinander das Wichtigste war für jeden. Deswegen findet für mich da die Integration statt, ohne dabei zu schauen, ob ich schwarz oder weiß bin oder wie man das sagt. Der Sport ist ein Mittel der Verständigung. Und gleichzeitig ist eine geeignete Plattform für das Erreichen der Leute mit Migrationshintergrund. Beim Sport braucht man keine Sprache, weil man braucht seinen Körper. Und wenn du damit so viele Leute Sport machst, dann ist es eine große Kommunikation. Durch den Sport bin ich als Mensch gewachsen und gereift. Und ohne den Sport wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Thank you.